Ich sorge da drin übrigens ordentlich für Chaos. So. Dann sperren wir das Teil mal. Bum, bum. Damit gehört jetzt sozusagen alles uns. Schnell genug zurückgerufen. Okay. Habe ich das gerade richtig gehört? Nein, wir sind gar nicht in der Online. Okay. So. Wir betreten auch mal das Gelände zum ersten Mal. Macht ihr mal. Was ist das für ein Geräusch, Alter? Geht wieder irgendwas schief? Das ist total abgefahren. Ich habe immer Pfefferspray dabei. Aber ich finde, die Stadt ist besser geworden. Warte mal. Wir sollten uns vielleicht irgendwo hinsetzen, wo wir nicht direkt gefunden werden. So eine Position hier ist gut. Weil wir müssen da runter. Oh, haut der ab? Oh, so ein Schrott. Krass, ne? Ich hoffe, Sie haben... Denken Sie an die Menschen, die Sie lieben. Ergeben Sie sich. Was ist passiert? Hey, jetzt komm schon. Tisch ab. Was war das? Tschüsschen. Sehr gut. Mal gucken, ob ich hier selber runter muss. Man weiß es nicht. Ups. Patz, voll gegen die Wand gefahren. Nope, kann ich remote machen. Okay, erstmal orientieren. Das ist übrigens deutlich cooler geworden mit diesem Systemchen. Oh. Ich glaube, hier fängt das ganze Puzzle an. Ah. So. Ist gut. Brauche ich da noch was drauf? Ach. Scheiß Firewalls. So. Ah, von da kommt auf jeden Fall auch dauernd was. Okay. Ich werde das hier entsperren. Ah, dachte ich mir doch. So. Achso. Der hat gerade, hey, warum fährst du denn hier gegen eine Tür? Okay. Das hier rumdrehen natürlich. Das. Nein. Das. So, wo brauchen wir denn hier noch überall? Da, da. Und von da. Achso. Oh, warte mal, ich kann doch hier alles mit Strom versorgen. Ich dachte, ich könnte alles mit Strom versorgen. So, dann der hier. So, und jetzt brauche ich nämlich nur noch einen. So. Und
Dann muss noch was nach da weg, damit ich hier noch irgendwie was drehen kann. Siehste. Und jetzt noch das hier oben rotatieren und zack, sind wir im Serversystem. Okay. Sehr gut. Du machst das. Okay, was ist damit? Siehst du, was ich sehe? Sieht aus wie... Scheiße! Sie benutzen Bellwether. Verdammt! Dann steckt Bloom hinter allem. Oh Mann, die manipulieren die Leute, damit sie Thross wählen. Weißt du was? Das könnte man überarbeiten und gegen Thross anwenden. Das ist genial. Mach das. Zapf das Telefon der CEO an. Schon auf dem Weg. 20 Meter nach oben. Ich bin immer, der die Türen hier zumacht. Oh, würde das einen lokalen Blackout. Krass. Damit geht die Tür jetzt nicht auf. Dort drüben ist doch was. Das war eine sehr schlechte Idee. Ich setze ihn nun rein. Ach so, nee, da muss ich ja persönlich für rein. Das hatten wir ja gerade eben schon mal. So. Dann gucken wir mal, dass wir hier alle irgendwie beschäftigt bekommen. Gut, machen wir es halt eben ganz, ganz einfach. Ich hab's mir gedacht. Auf mein Zeichen. Angezapft. Wir zeichnen alle Ihre Gespräche auf. Wir hören alles, was Sie sagt. Und jetzt nichts wie raus da. Ja, ich würde ja gerade gerne. Ah, Schnauze. Vielleicht ist der Sprengstoff. Natürlich habe ich Sprengstoff. Hallo. Raus hier. Oh. Oh, Alter, wie die hier den Motor übertaktet. So. Jetzt aber Schüsschen. Schon geil, wie der dann drauf tritt. Okay, sehr gut. Okay, damit habe ich jetzt meinen... Okay, also bin raus. Josh ändert gerade den Invite-Algorithmus, um Thross zu schaden. Hey, eine der anderen Kandidaten hält eine Wahlkampfveranstaltung vor dem Rathaus. Ich könnte dich ja da treffen. Cool. Cool. Okay, so. Dann wollen wir doch auch mal gerade dahin. Oh, ich glaube, ich hätte hier rausfahren sollen. Ich kenne mich in LA nicht aus. Ah, ich fahre da raus.
Alter, wie der dann drauf tritt. Okay, so. Dann gucken wir mal, ob wir das so finden oder ob ich jetzt tatsächlich in die Karte gehen muss. Ja. So. Keine Chance, keine Ahnung, wo das ist. So, das heißt, wir fahren hier mal durch Neben. Alter, wie der Wagen abgeht. Perfekt geparkt. Ich entsorge den Wagen mindestens ja auch. So. Und die großen Datenunternehmen sind darauf spezialisiert, ihnen ihre Daten wegzunehmen. Ihre Daten! Weißt du, Theresa Moretti hat gute Chancen. Wenn Invite durchkommt, ist keine Wahl mehr sicher. Bellwether hat die Macht, jeden Wähler im ganzen verdammten Land zu beeinflussen. Und Thrust ist der Typ, der ihnen den Rücken frei hält. Deswegen ist er so wichtig. Tja, seit wir Invites Code manipuliert haben, sinken die Werte für den Abgeordneten Thrust und Invite dreht am Rad. Yo, Em, du musst dir anhören, was wir aufgenommen haben. Das ist Thrust, wie er mit Mary Katzke spricht. Invites CEO. Können Sie denn nicht tun? Alles läuft schief! Treffen wir uns persönlich. Ich habe etwas, das dieses Problem löst. Oh, Gott sei Dank. Da treffen wir uns im Penthouse. Sichern Sie das Ding. Wir sehen uns dort. Vielen Dank, Mary. Wir werden das vertraulich behandeln. Ich nehme das auf und wir verwenden es gegen Sie. Ich helfe dir. Ihre Kutsche steht bereit, Sir. Oh, vielen Dank, Sir. Gerade nimmt das Spiel richtig zu, Alter. Ja, komm, Ranch. Jetzt zeige ich dir mal, wie man fährt. Ich fürchte, die haben da irre Sicherheitsmaßnahmen. Ich habe nachgeforscht. Überall sind Sicherheitskameras. Damit finden wir raus, wie es aussieht. Sicherheitskameras, um die Sicherheit zu knacken. Auf jeden Fall. Viel mehr als zu wählen bleibt den Leuten nicht. War klar, dass Invite die Wahlmuster der Leute aufzeichnet. Natürlich. Wieso denn auch nicht? So. Dieses Invite-Ding macht mich verrückt. Ich meine, Firmen manipulieren die Leute doch ständig. Aber die sind so verdammt hinterhältig. Die kontrollieren den Datenfluss. Die wissen alles über jeden und wie sie ihren Vorteil daraus ziehen können. Das wollte ich gar nicht. Ich habe mich verdrückt. So. Ups. Dir scheint wohl die Sonne aus dem Arsch. Und du bist bloß hier. Moment mal. Echt? Kurze Sekunde. Zieh dir eine Tüte über den Kopf. So. Okay. Oh! Dafür von den beiden Ladies erstmal das Geld klauen. Okay. Wo kommt man denn da rein? Tiefgarage oder so? Jetzt habe ich nur Wrenchs Wagen ein bisschen kaputt gefahren, aber egal. Okay.